Die Steambox, eine Next-Generation-Konsole von Valve, mit Steam drauf installiert, Details zur PlayStation 4 Hardware und die Video Game Awards 2012 auf Spike. Valve Boss Gabe Newell hat in einem Interview mit Kotaku darüber geredet, dass der nächste Schritt für Steam nach diesem Big-Picture-Modus, der ja seit kurzem dabei ist, der Steam, ja sagen wir mal, fernseherfreundlich macht, eine extra Hardware-Lösung für Steam für den Wohnzimmerbereich ist. Das bedeutet quasi die oft spekulierte Steambox, eine Valve-Konsole. Ja, tatsächlich planen die so etwas zu machen. Vielleicht gibt es das schon im nächsten Jahr. Außerdem sagte Gabe Newell, diese Geräte werden in unterschiedlichen Konfigurationen wahrscheinlich auch von anderen Anbietern zu haben sein. Das Ganze wird nicht so wie ein PC sehr modular sein, sondern eher wie eine Konsole, damit also zu vergleichen. Außerdem sagte er direkt, dass das die Konkurrenz zur Next Generation der Konsolen sein wird. Was haltet ihr davon? Habt ihr euren PC im Wohnzimmer? Benutzt ihr euren PC im Wohnzimmer am Fernseher über den Big-Picture-Modus vielleicht? Braucht man überhaupt noch eine weitere Next-Gen-Konsole? Schreibt's in die Comments. Aus einigen Joblistings des Sony London Studios haben ein paar findige Journalisten mögliche Details der PlayStation 4 herausgelesen. So suchen die Jungs zum einen einen erfahrenen Programmierer, der mit GPU umgehen kann. Das ist quasi eine Ein-Chip-Lösung, bedeutet im Prinzip, ihr habt nicht mehr CPU und GPU extra, sondern das Ganze ist ein einzelner Chip, der alle Aufgaben regelt. Das würde das Problem der Bottleneck-Kommunikation zwischen CPU und GPU lösen. Außerdem suchen die Joblistings nach jemandem mit DirectX 11-Erfahrung. Das könnte heißen, dass Sony direkt jemanden sucht, der DirectX 11 für die PlayStation 4 implementiert. Oder sie versuchen, ein ähnliches Produkt zu produzieren. DirectX ist ja eigentlich eine Microsoft-Sache. Falls ihr das nicht wisst, die Original-Xbox sollte eigentlich DirectXbox heißen. Also Microsoft hat es schon von Anfang an immer implementiert und Sony scheint jetzt eben auch an etwas Vergleichbarem zu arbeiten. Die Video Game Awards von Spike sind letzte Woche gelaufen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, die gibt es schon seit einiger Zeit. Konnte man immer drüber denken, was man will. War mehr so eine Showveranstaltung. In einem Jahr haben die auch irgendwie Leute auf der Bühne geteabagt. Ich fand das alles immer sehr komisch. Ja, interessant ist allerdings, das Spiel des Jahres ist nicht irgendwie Call of Duty oder Assassin's Creed geworden, sondern The Walking Dead von Telltale Games. Telltale Games, die sind ja bekannt dafür, dass sie die Monkey Island Remakes, Sam & Max Remakes, also diese ganzen Adventure Games gemacht haben. Außerdem haben die auch noch Studio des Jahres gewonnen. Finde ich, haben die auf jeden Fall verdient. Das ist auf jeden Fall interessant, denn auch kleinere Spiele scheinen jetzt Anerkennung zu finden. Das bedeutet, die VGAs kann man jetzt auch eventuell etwas ernster nehmen. Xbox Spiel des Jahres ist Halo 4 geworden. PlayStation 3 Spiel des Jahres Journey, ein ja mehr oder weniger Indie-Titel, wird ja von Sony gepublished. Wären das auch eure Spiele des Jahres gewesen? Wäre es vielleicht doch Call of Duty oder Assassin's Creed gewesen? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem gab es auf den VGAs einige Ankündigungen zu neuen Spielen. Zum einen Dark Souls 2, was mich sehr interessiert, denn Dark Souls 1 war mein absolutes Lieblingsspiel 2011. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dazu gibt es auch einen Trailer, den könnt ihr euch hier unten ansehen. Und ein weiteres Spiel, was angekündigt wurde, war The Phantom Pain. Das war aber eher so ein Mock-up-Trailer von einem bis dahin unbekannten Entwicklerstudio. Wenn man genau aufgepasst hat, hat man aber auch gesehen, dass der Hauptcharakter Solid Snake von Metal Gear sehr, sehr ähnlich sieht. Scheinbar ist das Ganze auch von Hideo Kojima irgendwie gewesen. Wie auch immer, ob es jetzt Metal Gear 5 ist oder ein komplett neues Spiel im Metal Gear-Universum, den Trailer könnt ihr euch auf jeden Fall hier unten ansehen. Wie hat euch dieses Format gefallen? Von eurem Feedback hängt ab, ob ich das jetzt öfter mache. Jetzt natürlich nicht über Weihnachten, aber vielleicht im nächsten Jahr, jede Woche, alle zwei Wochen, präsentiere ich euch mal so die aktuellen Videospiel-News und wir haben dann so eine kleine Diskussion in den Comments darüber. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Channel oder lasst einen Kommentar da. Also vielleicht bis zum nächsten Mal.